Habt ihr es gewusst, dass die Kochkisten seinerzeit von Schweden nach Österreich gekommen ist? Grüß Gott, Frau Lämmerer, danke, dass Sie uns heute was über die Kochkisten erzählen. Frau Lämmerer, was hat Sie auf die Idee gebracht, die Kochkisten zu verwenden? Wir haben im Naturpark Sülkteler den Jesuitengarten und da wachsen alte Sorten von Gemüse, Kräuter und diese zu verwenden habe ich schon öfter in meiner Küche probiert. Und da habe ich mir überlegt, was macht man, dass man es wirklich gesund zubereitet. Und bin auf das Kochbuch gekommen von der Betty Hinterer aus den 60er Jahren Ausgabe, wo die Kochkiste beschrieben ist. Und habe mir gedacht, das wär's. Das müsste man probieren. Sie sind ja Wirtin. Warum verwenden Sie die Kochkisten wieder? Weil ich drauf gekommen bin beim Probieren, wie ideal das ist. Man gibt das Gemüse rein und macht da keine Suppen machen. Und ganz wichtig ist auch Fleisch. Fleisch geht auf. Hat in Ihrer Familie früher auch Kochkisten gegeben? Direkt verwendet in der Familie am Bauernhof haben wir es nicht. Aber meine Schwester ist in Grotenhof gegangen, in der Fachschule. Die haben die verwendet zum Joghurt machen und zum Polenta sehen fürs Frühstück. Haben sie am Abend reingegeben, mit der Früh war es fertig. Frau Lämmerer, seit wann haben Sie die Kochkisten? Seit einem guten Jahr. Die ist uns für den Jesuiten gebaut worden, für die Fachschüler in Gröbming, damit man es fürs Gemüsekochen dort verwenden kann. Und ich habe es dann probiert für mich zu Hause im Gasthof und bin drauf gekommen, dass das eine so ideale Sache ist. Frau Lämmerer, was bringt Ihnen die Kochkisten überhaupt? Eine Energieersparnis, weil wenn ich eine Rindsuppe mache, die koche ich am Abend an, lasse ich eine Stunde kochen am Herd, schalte an und kann dann ohne Energie nachziehen lassen, diese Suppe, und in der Früh ist sie fertig. Und wenn ich heute Hausfrau bin und arbeiten gehen muss, dann kann ich sagen, in der Früh gebe ich rein die Suppen und mache das, oder jedes Gericht, sei es Gemüse oder sonst was, gibt es eine, und zum Mittag, wenn ich heimkomme, da passiert nichts, das haltet die Farbe, das bleibt und das Kochgut ist fertig. Und warm zum Genießen, ich brauche kein Mikroherd zum Aufwärmen, was ein großer Vorteil ist. Was verwendet man für Materialien zum Aufbau der Kochkisten? Das ist Holz und Styropor und dann kommen Polster drauf, Schafwolle gefüllt. Das muss schön angeschlossen sein, damit das eine Wirkung hat. Und ist heute schon eine schöne Tischlerarbeit, was halt früher nicht so war. Da hat man es einfach in gewöhnliche Holzkisten mit Stroh oder Heu ausgestopft und einen Weidenkorb, und den man mitnehmen kann, halt aufs Feuer aussehen. Dass man es schön tragen können hat. Und unsere Kisten, die hat heute schon Radeln und lässt sie überall hinführen, wo man es braucht. Gibt es einen Unterschied zwischen der Verwendung von früher und heute? Gibt es sicher. Früher hat man wenig Möglichkeiten gehabt, wenig Kochstelle, nicht? Die hat einen Herd gehabt und hat das aufgesetzt in der Früh, und dann hat die Bäuerin aufs Feld mitmessen. Und die Leute waren auch alle am Feld, jetzt haben die Essen einfach mitgenommen, praktisch eh schon das Essen auf Räder. Und heute ist es also so, dass man einfach auf die Qualität achtet, auf den Ernährungswert, auf das Ganze und einfach einmal entschleunigen. Es muss nicht alles so schnell gehen, aber dann ist es geht nicht beides schnell und gut, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Wir sind zum Beispiel ein Betrieb, sind Mitglied von Slow Food und für uns ist Fast Food ein grauens Wort. Was ist Slow Food eigentlich? Slow Food ist eine internationale Bewegung, die eben nur Partner aufnimmt, die gewissen Kriterien erfüllen. Das ist einmal, fängt an beim Saatgut, das darf nicht genmanipuliert sein. Dann geht es über das regionale Produkte, und dann geht es Kochen mit hohem Nährwert und zuletzt kultiviert Essen. Frau Lämmerer, jetzt haben wir schon so viel über die Kochkisten geredet, jetzt reden wir mal über Sie. Wo sind Sie aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich im Sülkte, in Müssner, auf dem Bauernhof, und bin dann zuerst landwirtschaftlicher Lehrling gewesen am Bauernhof und Alm gefahren für meine Eltern. Ich war Sängerin mit 15 Jahren und bin dann auf die Alm gefahren im Sommer und im Winter auf Saison gegangen. Ich war Kellnerin. Ich habe nebenbei die Kellnerausbildung gemacht, die Kellnerberuf im zweiten Berufsweg gelernt. Und dann war es so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte selbstständig werden. Erzählen Sie mir mal ein bisschen was über Almleben.
Ja, das war ganz lustig. Ich habe mit 15 Jahren schon anfangen müssen, da hat meine Schwester ein Baby gekriegt und hat gesagt, sie fährt nicht mehr. Und ich habe nicht melken können, ich habe nur ein paar Kühe melken können. Und dann habe ich einfach da gefahren müssen, zuerst mit 4 Kühen und gehabt haben wir für 12. Und dann am Abend mache ich die Hütten, die stelle die auf, sind nicht alle 12 drinnen und ich habe nicht melken können. Das war lustig. Ich habe dann 3 Stunden hab ich zugekriegt und habe seit dem Milchen und so habe ich das allem richtig kennengelernt. Ich habe dann Butter gemacht, Käse gemacht, den Steirerkäse und das war eine lustige Zeit für mich. Wie haben Sie die Sachen überhaupt auf der Alm am frisch gehalten? Auf der Alm, da hat es das sogenannte Butterwasser gegeben, ein eiskaltes Wasser. Und da haben wir das alles reingehängt, was sei es Milchrahm und auch die Butter. Das hat sich dann schön frisch gehalten. Was ist eigentlich das Butterwasser? Das ist eine Quelle und die ist gefasst worden. Auf jeder Alm gibt es irgendwo eine kalte Quelle, oder, weil sonst sind nur die Wasser oberflächlich da. Und bei unserer Alm war das so, die war 50 Meter unter der Almhütte. Da haben wir das dann in Milchkannen gegeben, in die großen 20er-Kannen, haben das reingehängt und geholt, wenn wir es braucht haben. Und wann haben Sie das zum Beispiel gebraucht? Wenn Leute zum Jausner gekommen sind oder der Rahm ist so gekühlt worden, damit man rieren kann. Weil wenn der zu warm ist, dann geht das nicht zusammen. Der Butter, da haben wir noch mit dem Rierkübel geriert. Da kannst du 3 Stunden da rieren, wenn die Temperatur nicht passt. Sind die Leute bei Ihnen eingekehrt und haben gejausend? Ja, das war damals schon üblich, die sogenannten Almgäher. Und da waren auch schon viele Gäste dabei. Es war damals schon die Zeit von Tourismus und die haben wir dann mit unseren Produkten bewirtet. Das Brot von daheim, das ist daheim gebacken worden. Butter, Milch und Käse haben wir eh gehabt und da vielleicht noch ein Schnapsel drauf. Danke, dass wir heute von Ihnen so viel erfragt haben. Bitte gerne, ich wünsche dir alles Gute. Danke.